Und wir eine Hütte, wo wir rein können. Yay! Wollen wir mal schauen. Ah, Scarecrow. Bist du noch? Wenn du eine Hilfe während deiner Reise brauchst, sprich mich ruhig an. Ich bin der Meister. Der Sensen. Der Sensen benutzt. Und niemand kann mich schlagen. Ich bin auch sehr hübsch. Und du wirst es nicht bereuen, mich mitzunehmen. Lass uns gemeinsam gehen. Und Scarecrow ist dabei, die Vogelscheuche. Macht sich sehr gerne wichtig. Das merkt man jetzt schon. Das ist eine Vogelscheuche, muss er auch. Schließlich muss es doch, Vögel verscheuchen. Ja. Er hat wenigstens aber eine witzige Teamtechnik. Okay, das war jetzt ein bisschen scheiße, dass das Ding da gelandet ist. Na, kommen ja noch ein paar. So. Wenn man da jetzt dran will, da wäre Tengi zum Beispiel für mich ganz gut. Da hättest du dann nämlich rüberschweben können. Ich hatte gedacht, werfen bringt jetzt auch was. Nein, leider nicht. Also ich kann leider nicht im Flug das Ding mitnehmen. Schade eigentlich. Ein Buch, was ist das denn? Ich glaube, dass da kannst du dir Tipps für den Bossgegner geben lassen. Okay. Das ist ein Strategiebuch. Wenn du es liest, wirst du eine wichtige Information bekommen. Okay, kaufen wir mal. Wir haben ja das Geld. Ja. Foxys Ausdauer ist erstaunlich. Die magischen Karten alleine werden nicht genug sein, um ihn zu besiegen. Du musst die Option Bomber gegen Foxy benutzen. Ja, damit... Für alle die, die sich jetzt wundern, der Option Bomber, wie er da genannt wird, ist der Teamangriff. Das ist der Weg, ihn zu besiegen. Okay, nehmen wir noch ein paar Schlüssel mit. Werden schon mittlerweile etwas teurer. Ja, ein Power-Up könntest du vielleicht noch mitnehmen. Ich glaube, du bist gerade nicht auf Maximum, oder? Nee, nicht ganz. Ich habe noch die sich viel verbreitenden Karten. So, ich denke mal, 5 Schlüssel dürfen erstmal reichen. Erstmal, ja. Wie gesagt, also, die Schlüssel werden halt von nach und nach, von Level zu Level werden sie immer teurer. Das ist das Nervige. Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Ja, geben wir uns den Rest auf, würde ich sagen, oder? Ja, mehr kann ich auch nicht kaufen. Oder willst du noch ein paar Schlüssel mitnehmen? Nee, das reicht erstmal. Wir wollen gehen. Danke vielmals, kommt wieder! Ich sag dir aber gleich, ich werde nicht auf Dauer mit Scarecrow spielen, ne? Der Kerl ist zwar lustig wie sonst was, aber... Er ist gewöhnungsbedürftig. Und ich habe gerade schon wieder einen Teil verloren. Mist. Ich soll auch mal öfter lernen, B einzusetzen, also B zu drücken. Ah, cool, ich krieg's wieder. Passt ja. Angriff! Auf die Fuchsmaskentypis. Man muss ja sagen, der wirklich große Vorteil als Partner zu spielen, ist ja wirklich, er visiert automatisch alles an, was irgendwie ein Gegner ist. Das Problem ist bloß, wenn da mal wieder so eine Kiste im Weg ist, trifft er sie nicht. Na, aber da trifft man eher die Kiste als alles andere. Ah. Richtig. Das heißt, du rennst dir quasi den Schädel an der Kiste doof und kommst nicht durch. Eine Münze, wow. Wir müssen jetzt beim Boss sein. Hallöchen, oh, eine hübsche Prinzessin. Lass dich umarmen, lass dich knuddeln, lass dich lieb haben. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Du bist also hierher gekommen, um Prinzessin Luna zu retten, oder? Ja, dann besiege erstmal mich. Sind wir dabei? Also Feuer frei. Oh. Genau das ist das Problem. Der Typ ist verdammt schwer damit zu treffen. Okay. Moment, das schaffen wir aber jetzt. Nein, du bist nicht da gewesen, wo ich dich gebraucht habe. Yes. Ah, eine Tanuki-Statue. Was macht die denn jetzt hier? Ja, er muss sie berühren, damit er den Schaden kriegt. Deswegen. Ah. Da ist, ich glaube sogar wirklich, Tengi am besten, weil sich Tengi noch ein bisschen hin und her bewegt. Damit wird hier ein bisschen kritisch. Toll. Ich glaube, wir müssen ihn... Achso, jetzt habe ich es erkannt. Ich sag ja, es ist nicht easy damit zu treffen, deswegen bin ich von Rocky auch nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem irgendwie. Ein Leben habe ich jetzt zwar leider schon verloren.
Ja, wir haben ja noch vier. Ich frage mich nur, wo du gerade bist. Ah, endlich. Scheiße, ja gut. Danke, Fuchs. Danke. Und ich werde wiederbelebt. Ich glaube, du benutzt mal am besten nicht den Partnerwurf, sondern lässt mich mit draufwerfen, weil dann kann ich mich vielleicht versuchen, ein bisschen um die kleinen Füchse und so weiter zu kümmern. Alles klar. Ich kann es auch wegschleudern. Ich tut mir zwar leid, diese Füchse, wenn ich so wegschleudern muss, aber wenn ich es einsetzen kann... Er wird kleiner. Jetzt bekomme ich Angst. Ah, es ist Ninetales. QB auch genannt. Oh nein, das ist nicht von Naruto geklaut, wie wahrscheinlich viele mir anmerken werden. Ja, hoffentlich nicht. Weil der neunschwänzige Fuchs hat ja doch eine sehr, sehr alte und lange Tradition. Definitiv, also in Japan gibt's ja viele Sachen. Schade. Ich hatte gehofft, er bleibt mitten in der Statue sitzen. Hatte ich auch gehofft, aber naja. Immerhin, er geht nochmal zurück. Oh, scheiße. Ein paar Leben habe ich noch. Wir müssen auf jeden Fall jetzt so viel Geld wie nur irgendwie möglich sparen. Ja, für Leben auf jeden Fall. Richtig, weil die werden wir noch brauchen für... Ja. Incoming Bullshit. So, Feuer frei. Bei Fußfuchs. So, komm. Yay! Jawohl. Wir haben den Fuchs vernichtet. Wow. Okay. Ist ein bisschen hinterhältig, ne? Das erinnert mich stark gerade an diverse Castlevania-Teile, wo es sowas auch noch gab. Oder Mega Man 1. Wo du den Gegner gekillt hast, dann kriegst du noch irgendeine Attacke ab, die danach flog und du bist trotzdem noch gestorben und hast dann Game Over gekriegt. Die vor allem bei Cutman so mal angemerkt. Zum Beispiel. Ich bin erleichtert, dass es dir gut geht. Das ist schon die Übers. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin Luna. Und wer bist du? Wir haben dich schon gerettet, das Spiel ist durch. Credits. Roll Credits. Ich bin Pocky. Ich wusste, dass du hierher kommen würdest. Impi. Ich werde mich um dich später kümmern. Ich werde die Prinzessin Luna mitnehmen. Ick! Warte! Super, ja. Von wegen Credits. Wie sie sehen, sehen sie nix. Super. Ja gut, dann dürfen wir den ganzen Spaß jetzt noch weitermachen. Und müssen weitergewandern. Aber wer hätte es auch gedacht, die Level werden ja schon vorweg hier gezeigt. Ja. Deswegen gehen wir jetzt über die Brücke... Nein, die Brücke über Kappa Fluss. Oder Fluss Kappa. Über den Kappa Fluss. Ich glaube, so ist es gemeint. Ja. Und dieses Level wird jetzt schon richtig nervig. Warum? Weil hier Kappas kommen? Auch. Aber du kannst ja erstmal Scarecrow auspacken. Genau, wollte ich jetzt auch versuchen. Da mal hin. So, jetzt haben wir die Vogelscheuche am Hals. Natürlich... Wow. Okay, der Wurf ist interessant. Ja. Ist natürlich auch genauso grottig irgendwo. Naja, wenn man es geschickt einsetzt, bestimmt nicht. Ja, aber es ist halt schwierig, damit Gegner zu treffen. Ja, aber hier schon Kappas. Bevor wir großartig weitergehen, lass die mal wegmachen und dann mal eine Fusion. Du lachst dich schief. Ach du Scheiße. Du hüpfst gerade allen Ernstes auf mir rum. Aber viel kann ich damit wohl nicht machen, wenn ich auf dir rumhüpfe, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du damit irgendwie Abgründe oder sonst irgendwie was abkürzen. Weil es sah nicht so aus, als würde ich damit irgendwie groß Schaden machen, deswegen. Aber amüsant ist es wirklich. Ich würde mal sagen, das war ein bisschen blöd. Ja. Noch haben wir ein paar Leben. Und notfalls haben wir ja noch unendlich Credits, wenn ich das richtig hoffe. Oder Passwörter, wobei wir haben ja noch keins gekriegt, fällt mir ein. Ja, spätestens wenn wir Game Over. Wenn du übrigens kannst, lass von Scarecrow wieder wegwechseln. Wie gesagt, ich gehe davon aus zwar, dass sie sicher eine gute Menge Kraft haben, aber damit zu zielen ist so verdammt schwer. Naja, bisher sieht es nicht so aus, als wenn ich so schnellstmöglich die Möglichkeit hätte. Kürbisse! Bald ist Halloween!
Da gibt's Süßes oder Saures. Hier gibt's gerade Saures. Und eher Schmerzen. Hier ist wieder so eine... Oh, die verbrennt aber. Oh! Und explodiert auch noch. Damit redet doch kein Mensch. Das ist etwas, was normalerweise friedlicher aussieht. Sowas dann verursacht. Wow, oh, okay. Jetzt wollt ihr es wissen. Geh nach hinten. Geh nicht über los und ziehe keine 4000 Mark ein. Super. Letztes Leben. Jetzt muss ich gucken, dass ich vorsichtig bin. Bleib weg, Eie. Houston, ich habe ein gewaltiges Problem. Komm, gib mir meine Rettung. Danke. Da komme ich jetzt nicht dran. Kannst du mal probieren, vielleicht kannst du ja reinhüpfen. Ah, das funktioniert, okay. Dafür ist er also wirklich gut. Trennen wir uns. Okay, ich glaube, wir müssen sogar hier lang. Es wäre vielleicht klug, da einfach mal hinzugehen. Nicht einfach hier blöd dumme Dinger drehen. Okay, alles gut, alles feurig, alles heftig. Danke, Kamera. Das hätte gerade echt böse enden können. So, was gibt's hier? Nur Geld. Aber dafür ist da ein Schrein, da kannst du vielleicht wenigstens wieder Rüstung kaufen. Das wäre gerade nicht verkehrt. Vor allem eventuell auch ein paar Leben, wenn die welche anbieten. Das ist die Frage. Ei! Ja. Viel zu teuer. Können wir uns nicht mal leisten. Da hinten ist eine Überraschungsbox. Ja, definitiv erstmal ankleiden. Ja, bitteschön. Und dann kann ich noch ein Upgrade mitnehmen. Wobei... Ne, wir machen mal die Überraschungstüte. So. Was drin ist. Ja, mein Schlüssel und neue Kleider. Gratulation. Danke. Hätten wir uns vielleicht als erstes kaufen sollen. Ja. Ja, wir wollen gehen. Wir sind nämlich gerade blank. Ja, aber hoffentlich kommt bald die Möglichkeit, dass ich den Charakter wechseln kann. Wie gesagt, mit Scarecrow werde ich echt... Wie böse. Komm mal her, Kappa. Oh, Charakterwechsel. Nee, hier sind nur Schlüssel. Ah, da ist es. Okay. Wem willst du denn sein? Ist mir eigentlich egal, überlasse ich dir. Solange es nicht Scarecrow ist. Na gut, nehmen wir mal wieder... die Ninja Lady. Auch genannt Little Ninja. Also kleiner Ninja, quasi. So. Hm, hier können wir rein? Das ist jetzt nicht das, was ich hoffe, dass es nicht ist, oder? Was hoffst du denn nicht, was es ist? Es ist ein Haus. Impi! Ich brauche gar nichts machen, okay? Was für ein würdiger Gegner! Es ist eine Weile her, seit ich so kämpfen will wie jetzt. Ich denke, du bist ein größerer Herausforderer als Captain Peach. Captain Peach? Frag mich nicht. Ich hab keine Ahnung, wer das sein soll. Hey, schau dich weg. Lass uns kämpfen. Okay, gegen Impi. Impi ist ja also der Boss. Wenn Impi jetzt hier schon der Boss ist, dann müssen wir ja die Prinzessin doch eigentlich wirklich schon fast befreit haben. Und ich auch lustig. Solange du fließt, kann ich draufholzen. Gute Idee. Ich glaube, es ist eine gute Strategie gerade. Weißt du was? Wir werden diese Strategie für diesen Kampf ja auch so einsetzen. Wenn du dementsprechend vorsichtig bist. Oh. Naja, du kannst wenigstens Schaden erleiden, das ist ja shit egal. Ja, nach einer gewissen Zeit ist bei mir aber auch Essig. So, da bist du wieder. Ja, komm her, Impi, hier bin ich. Hier drüben, hier wo es wedelt, hier wo die Hasenohren sind. Du schießt doch bestimmt auf Frauen mit Hasenohren. Ich hoffe es.
Kann das sein, dass deine Schurigen irgendwie verfolgen? Ja, ich muss eigentlich quasi nur gedrückt halten. Zielen tun automatisch. Ah, okay. Wir haben ihnen endlich die erste Kerze abgezogen. Das war schon die zweite jetzt. Schöner Wurf. Das hat sich gerade sehr gut angeboten. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht fatal war. Ich hau ab. Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du halt erstmal ohne mich rumrauen. Deswegen ist Flucht gerade erstmal das Beste. So, bei Fuß. Daneben. Scheiße, Mann. Der hätte einfach jetzt in dem Moment nicht hüpfen dürfen. Okay. Meine Hasenohren habe ich noch. Scheiße. Ich brauche ein Schutzschild. Das Lustige ist, der greift auch überwiegend nur mich an. Ja klar, du bist, er hat dich ja irgendwie auch so zu seinem Lieblingsfeind erklärt, habe ich so das Gefühl. Ich bin aber nicht so nett. So, komm her. Yes! Schöner Treffer. Und, ah verdammt, aber wir haben ihn fast. Das hätte vielleicht sogar auch reichen können mit etwas Glück. Na komm, mach du den Gnadenstoß. Ich gebe dir die Erlaubnis. Jetzt leg das aber drauf an. Na los, greif an. Mach ihn alle. Wenn er aufhören würde zu hüpfen, ginge das. Solange wie er in der Luft ist, ist er leider Gottes nicht treffbar. Weg da, weg da, weg da. Yes!